Und wieder einmal versuchen wir hier was zu machen in Riders of Icarus, und zwar den Gilded Bandicoot zu fangen. Bevor ich mich hier so dämlich laber und noch irgendwo drauf rumdrücke, rennen wir direkt hinterher und beschießen ihn. Puh, das macht ja schon gut Damage. Und aufpassen, wenn ich den töte, ne? Dann krieg ich kein Mittagessen. Ja, immer nur einen Schuss drauf. Der Magier, also der Wizard, der Hexer, der wird jetzt gut vom Mount fallen. Das ist, der hat so wenig Verteidigung. Das ist echt schrecklich. Ich bin mit ihm so oft schon beim Tamen gestorben. So. Drauf auf die Schnecke. Na, chillt er schon. Ja. Hat er sich schon hingegeben, zacke die du. Das erste Item für heute. Ja, da ich im vorherigen Video, also vor einer halben Stunde, hier die Rolle bekommen habe bei Artaios, werde ich jetzt natürlich auch mal den Link suchen. Denn der fehlt mir hier noch. Und bin ja schon wieder fast voll hier. Reite, 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 reite. Gehen wir mal lieber auf ein Like. Oh, habe ich einmal zu viel gedrückt? Nein, funktioniert. Link ist... da rechts, oder? Oh, ich kann es gar nicht mehr sagen. Guck mal schnell in die Liste. Es fehlt auch noch der Sparkwing Phoenix und der Screamer. Sparkwing Phoenix, glaube ich, der hier vorsteht. Oh, hier ist ein Albino. Habe ich den schon? Ja, Albino, ach ja, stimmt. Guten Morgen. Dann... Akkrat habe ich. Du denn da unten? Hallo. Skyvaria. Falsche Richtung geflogen. Gucken wir mal, wo wir ihn finden. Screamer brauchte ich noch. Richtig. Also suchen wir uns hier mal eine gute Position aus. Komm, nehmen wir mal dich als Target und... da. Ist er stehen geblieben. Ich habe gerade fliegt jetzt in die Gruppe ein. Zwei... oh, mehr darf ich auch nicht schießen. Da muss ich noch einen Doppelhüpfer machen. Ja, genau. Schreit mich alle an. Oh, ah. Sollte ich vielleicht noch drücken. Sehr schön. Wechseln wir wieder den Vogel. Ey, Alter. Geht's noch, oder was? Ja, droppt nichts mehr. Ist mein Level zu hoch. Gibt wirklich nur Leute, die mit 35 versuchen, hier die kleinen Viecher zu fahren. Das ist echt witzig. Das ist der Grund, warum das Spiel eigentlich auch für kleinere Spieler, die halt neu dazukommen, ausgelegt ist. Weil man halt auch als kleiner Spieler immer wieder noch was farmen kann und immer noch was an Geld verdienen kann. Ja, also es ist nicht so, dass du im Arm bis Level 35 bist. Und das ist eben das, was in vielen europäischen Spielen aktuell eben nicht so ist, oder europäischen. Ja, wo dann einfach gesagt wird, ja, jeder kann alles abfahren und fertig. Oder direkt alles, alle Items per Quest und du brauchst nichts mehr fahren.
wo einfach der Anfangskontent einfach absolut keinen Wert hat. Und hier hat es eben doch alles Wert. Einen Wert. Das höre ich auch schon auf, die Wörter zwischendrin zu sagen. Ja. Achso, das war jetzt hier. Lünig. Mit Y. Nee, wir wechseln erstmal den Vogel. Nein, wir gehen aber lieber auf den Vogel. Nein, das wollte ich auch nicht zeigen, sondern... Da, Mann, ey. Wollen wir erstmal gucken, was die hier bringen. Der Lünig ist auch ein 2-Sterne-Elite. Und der gibt Verteidigung. Und kann einen angreifen. Und gibt einen Evasionsbuff. Bei 5% 30 Sekunden. Das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, der steigt auch nicht. Aber man könnte zum Beispiel, weil er ja 30 Sekunden dauert, das zum Buffen nehmen. Ne, so. Der Buff, der stackt sich ja hier unten auf die Evasion. Da sieht man ja Bonus-Evasionsrate. Dann nimmt man noch hier einen Lynk. Ballert den noch drauf. Wobei der natürlich mit dem Lynk natürlich wesentlich besser ist. 40 Sekunden, 5%, 30 Sekunden. Was nonstop. Ja, hätte man 8% mehr, wobei der natürlich was seltener zu rufen ist. Ich glaube, ich nehme den als Pet. Ich muss den mal leveln, damit wir mal sehen, was er bringt. Ja, ihn habe ich jetzt als Pet wegen Angriffsspeed. Ihn habe ich als Pet, weil er grundsätzlich 20% mehr Angriff gibt. Ihn habe ich als Pet, weil ich ihn als Pet aufgezwungen bekommen habe. Den muss ich mal noch umwandeln. Muss ich mal leveln. Ihn habe ich als Pet, weil er einfach durch einen Boss mal einen Debuff machen kann. So, ne, das ist nicht schlecht. Also das kann man dann mal nehmen, wenn er das eigene Pet gestorben ist und ein Fehler passiert ist. Ja, den müsste ich mal umwandeln. Den könnte ich umwandeln. Und ihn hätte ich eigentlich auch gerne als Pet. Den Laiku. Ja, dann muss ich den anderen Laiku mal noch besorgen. Gut. Jetzt habe ich fast alle hier. Genau, fliegen wir mal noch und holen uns den Sparkwing Phönix. Man muss das ja alles mal irgendwo mal gemacht haben. Ja, fliegen wir jetzt auf dem Bentik hier mal durch die Gegend. Oder auf dem Silver Laiku. Ja, komm, machen wir mal den Silver Laiku hier und gucken wir mal, was der bringt. Der hat diesen Increase Move Buff. Der ist so an für sich nicht schlecht, nur 2 Minuten Cooldown für 15 Sekunden. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, ja. Das müsste er sein, yes. Einmal eben gucken, ob Platz drin ist. Ja, einen Platz haben wir noch. Ja. So schnell ist er halt gestorben. Auch die Stelle hier ist von der Logik her natürlich echt cool. Also vom Design her, ja, mit dem Nebel und so. Und so das Design. Aber die Ecke hat absolut überhaupt keinen Sinn. Ich wüsste jetzt nicht, dass man jetzt da irgendwie was Besonderes findet oder dass die Ecke überhaupt irgendeinen größeren Sinn hat als geh mal hin, lies die Quest durch und geh wieder weg. Ja, das, ja. Vor allen Dingen, weil ich auch dieser Elite ist, ne? Ja, Sparkling Phoenix brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, der Heratu, der droppt ja jetzt auch bei mir, ist gar nichts mehr. Und wenn man da als 25er hingegangen wäre, wäre er auch gar nicht so schnell down. Aber das ist jetzt, ja, ein Kupfer, immerhin. Ja. Gut. Ja, hab da jetzt mal nochmal 3 Mounts Formula gesehen, die man noch einfangen kann.
gerade jetzt hier der Link ist eine gute Bereicherung, wenn man etwas noch nicht hat. Sollte ich jetzt mal hier auf den Bendig, nein, auf den Silver. Ach, leck mir mal Arsch, ey. Jo, wir sehen uns dann im nächsten Video. Denn bis ich mich jetzt hier im Artikular-Dingspunkt, wie heißt das, akklimatisiert habe, das heißt nochmal irgendwo anders hingeflogen bin und da gesucht habe und weitergeflogen bin und die 5 Minuten, ist ja voll das Wandervideo hier. Das heißt, wir machen einfach einen Cut, kleines schönes Video, ganz schnell, quickig und dann beim nächsten Mal geht's wieder weiter. Tschüss, bis dann, hau rein, ciao.